Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer abendlichen Runde mit Jack Keaton. Ja, wir sind hier gefangen genommen worden, ne? Von dem Professor Dr. Säckchen da beim letzten Mal. Und hat sie uns geholfen? Nee, sie hat uns nicht geholfen. Ne? Doch, sie hilft uns noch. Stimmt, genau, das war nämlich der Punkt. Sie hat eingesehen, dass es doch nicht so ganz Duft ist. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ah, X markierte die Stelle. Gut, dann schauen wir mal. Das Glas ist völlig verrußt. Ich kann gar nicht sehen, was draußen vor sich geht. Okay. Das ist natürlich schlecht, ne? Das Glas ist völlig verrußt. Ich kann gar nicht sehen, was draußen vor sich geht. Und das hier auch wahrscheinlich. Das Glas ist völlig verrußt. Ich kann gar nicht sehen, was draußen vor sich geht. Ist aber doof für ein Leuchtturm, wenn das... Leuchtturm, ne? Dem Impfarm geht's besser. So als... Also, genau, so ein kleiner... Also gestern war es ja normal, heute früh war es doch verstärkte Muskelkatze, also richtig dolle. Zwischendurch war dann extremste Müdigkeit. Da lag ich dann auf der Couch und habe ein bisschen gedöst, hatte aber auch so ein Druckgefühl auf dem Brustkorb. Und Kopfschmerzen kamen dann nachher dazu und das war dann aber mit einer Ibu dann nachher alles weg. Und seit 17, 18 Uhr habe ich jetzt bloß wieder den leichten... Schmerz in der Schulter, wie gestern Abend. Mal gucken, ob da noch mal was kommt oder ob das nur die Vorwehen waren oder weiß der Geier was. Also bis jetzt läuft es alles relativ human ab, finde ich jedenfalls. Also nichts, was jetzt schlimm gewesen wäre, ne? Oh, betrachte gut aussehende Held. Nicht schlecht. Eine ganze Menge. Hier wird alles in Flammen aufgehen. Mhm. Beim ersten Sonnenstrahl wird sie mich und alles andere braten. So. Das Schlimme ist, ich wüsste gar nicht, was haben wir denn hier? Samen, fleischfressend? Ah, warte mal, wir haben den Familien... Sicher ein altes Erbstück. Ja, der ist doch... Ging nicht? Schade. Das Glas ist zu massiv. Mit dünnerem Glas würde das gehen. Was in deiner Geschichte los war, ne? Wir haben den Auftrag bekommen, doch den Geheimagenten auf diese Insel hier zu bringen. Denn der Professor Doktor hier hatte doch versucht, vermutlich den Tee der Welt zu vernichten, das nur noch seine Teesorte. Ja? Und wir haben uns doch so weit vorgekämpft, dass wir herausgefunden haben, dass unsere Eltern an dem Mittel, wie auch immer, was aus diesen Pflanzen, intelligente Pflanzen mitmacht, hier diese genveränderten Pflanzen, dieses, was waren das hier, irgendwas mit 13 oder 42, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, dass die da dran gewirkt haben und als sie sich dann weigerten, das dem Professor da zur Verfügung zu stellen, sind sie ja irgendwie verschwunden oder gestorben oder das wissen wir ja alles noch nicht so ganz genau. Ne? Und jetzt sind wir gefangen genommen worden. Es ist jetzt ganz grob und ganz oberflächlich, aber vielleicht reicht's ja schon. So, was? Habe ich hier irgendwie... Kann ich hier irgendwie mich drehen? Nee, ne? Oder... Achtung! Sehr gefährlich für andere Pflanzen. Und selbst beim Menschen verursacht der Konsum schreckliche Blähungen. Der ist gut, Lütander. Professor Teefinger. So, können wir die hier irgendwie mit... Oh. Ah! Ich wollte damit... Was ist jetzt passiert? Das ist die Fleischfressen und das andere war... Okay, jetzt bin ich gerade verwirrt. Jetzt bin ich sehr verwirrt. Was ist das hier? Gut aussehender Held immer noch. Huch. Ganz schön ölig. Eine ganze Menge. Hier wird alles in Flammen aufgehen. Das Glas ist völlig verrußt. Ich kann gar nicht sehen, was draußen vor sich geht.
plötzlich sauber machen oder so? Das Glas ist völlig verrußt. Ich kann gar nicht sehen, was draußen vor sich geht. Oh, warte mal, jetzt können wir den Docht nehmen. Ganz schön ölig. Und mit dem Docht können wir vielleicht... zumindest kann das jetzt nicht mehr brennen, weil der Docht fehlt, ne? Können wir vielleicht mit dem Docht hier irgendwie... Das scheint nicht zu funktionieren. Warte mal, das Docht... Das sollte ich mir genauer ansehen. Oh, okay. Da haben wir aber auch Schwein gehabt gerade eben. Knapp, aber überlebt. Ich muss hier runter, bevor alles zusammenbricht. Was haben wir denn hier? Da ist eine Klappe, ich sehe es. Da kann ich aber nichts machen. Eine dieser klassischen Fahnenstangen. Okay, ich guck mal erstmal hier nochmal drum rum. Das ist nur... Guck mal, da sind Kisten hier unten. Was war da hinten? Ach, guck mal. Hilfe! Kann mich irgendjemand hören? Hilfe! Nanu? Wer schreit da? Oh nein. Kartoffelnase! Ausgerechnet der. Was machst du da drüben? Gegenfrage, was machst du hier überhaupt? Das hier ist die beste Kräutersammelstelle auf ganz Truth Island. Südhang, hm? Und was machst du so? Keine Zeit für Erklärung. Hilf mir hier runter. War ja irgendwie klar, dass du früher oder später nicht mehr weiter weißt. Ich glaube, ich will deine Hilfe doch nicht. Ganz wie du willst. Doch. Hey! Hallo! Kartoffelnase! Du sitzt ja immer noch fest! Ach. Ja, und ich könnte deine Hilfe vielleicht doch gebrauchen. War ja irgendwie klar, dass du früher oder später nicht mehr weiter weißt. Ja, hier, komm. Ja, jetzt. Hilf mir schon. Warum springst du nicht einfach? Springen? Wenn du wüsstest. Du bist nicht nur eine Kartoffelnase, sondern auch ein Feigling. Jetzt lass mich nicht länger zappeln und hilf mir hier runter. Also gut. Aber wie? Ja, irgendwas wirst du doch tun können. Dann versuch's mal hiermit. Was ist das? Was ist das? Ein Gürtel. Ein fester Strick. Ziemlich lang für einen Gürtel. Ah, warte mal. Hier. Guck mal hier. Da. Oder? Dann da. Nicht schlecht. Okay. Hier haben wir einen Pisspot. Ah, nee, Pokal, Entschuldigung. Kein Pisspot. Oh, ein Bonusgegenstand war das auch noch. Glänzt, ist aber nicht aus Gold. Was für eine Unordnung. Er hat aber seltsame Beine. Da ist, glaube ich, ein bisschen was schiefgelaufen. Ein gemütlicher Ort. Für einen Pelikan. Ich glaube, da muss ich durch. Was haben wir hier hinten noch? Noch ein Pokal. Beim Kistenstapelwettbewerb würde der Kerl wohl nicht gewinnen. Aber theoretisch hätten wir da auch runter können, ne? So, was haben wir hier? Zwirn? Ist schon halb vermodert. Hilft mir sicher nicht weiter. Die hier hat er wohl mit ins Bett genommen. Da steht, erster Preis beim Seemannsknoten-Wettbewerb. Über der Karibik befindet sich ein dickes Kreuz. Vielleicht ist er dorthin ausgewandert.
Gut geknotet. Ein Podest. Ich glaube, da kommen die Pokale drauf. Glänzt, ist aber nicht aus Gold. Wahrscheinlich muss ich sie nach Größe sortieren. Ey, eine Stange? Das ist doch Streichholz. Da steht, erster Platz beim 1876er Schwertfischen. Da steht, Gewinner des 1874er Dynamitangelturniers. Oh, warte mal, da sind sicher Angelsachen drin. Ich kann es nicht erreichen. Dann müssen wir hier den gordischen Knoten lösen. Ich kann es nicht öffnen. Die Leiter ist an diesem beeindruckenden gordischen Knoten festgebunden. Sie sind leer und gammelig. Oh, warte mal, hier ist doch ein Pokal. Hier brennt alles. So. Scheinbar auch in der richtigen Reihenfolge. Erster, zweiter, dritter Platz. Sehr gut. So, der gordische Knoten. Das ist natürlich... Wir nehmen den gordischen Kescher. Das Netz befindet sich in einer Glasvitrine. Okay. Hier hat er wohl Knoten geübt und sein Angelzeug in Ordnung gebracht. Können wir vielleicht... Warte mal... Wenn das Glas ist? Ich habe das Glas angeritzt und eingeschlagen. Okay. Dann haben wir das. Dann haben wir schon mal einen Kescher. Zum Fischefangen. Aber welchen Fisch wollen wir denn fangen? Einer der wenigen Gegenstände in diesem Raum, den ein Leuchtturmwärter vielleicht wirklich besitzen sollte. Der Kerl war wohl ein echter Sammelfreak. So, hier ist... warte mal, hier ist eine Falltür? Mein Weg nach unten. Leider verriegelt. Okay, da können wir das aufhebeln. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren, aber vielleicht funktioniert es doch. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay, warum ging das nicht mit dem Stock? Es war einmal eine Dose mit Feigen. Schau, was für ein raffinierter Verschlussmechanismus. Eine Dose mit Feigen. Oh, warte mal. Scharfe Kante? Ja, scharfe Kante. Was ist das hier? Da sind sicher Angelsachen drin. Ja, klar, Angelsachen. Sieht sehr nach Dynamit aus. Okay. Dieses extra lange Streichholz ist so ziemlich das einzige hier, was noch nicht brennt. Ja, aber das kann doch jetzt brennen, oder? So, jetzt aber. Huch. Raus da! Check! Oh nein!
Du raus hier. Wo ist die Strippe? Oder so. Na, guck mal. Eine reife Leistung, Kartoffelnase. Lass mich in Ruhe. Ich habe genug. Ich nehme dieses Boot und verschwinde. Du kannst nicht verschwinden. Was? Siehst du nicht, dass du hier eine Aufgabe erledigen musst? Ach, was geht dich das an? Ich bin fertig mit dieser verfluchten Insel. Mit meiner Vergangenheit, mit allem. Kartoffelnase. Jack, hör mir jetzt zu. Du weißt, dass du mit dieser Insel verbunden bist. Es wird Schreckliches geschehen, wenn du es nicht verhinderst. Du hast eine Verantwortung gegenüber dieser Insel. Aber ich will diese Verantwortung nicht. Ich habe das nie gewollt. Jack, dein ganzes Leben lang bist du weggelaufen. Jetzt ist es Zeit, dich deiner Vergangenheit zu stellen. Nimm diese Herausforderung an. Dieses Mal geht es um viel mehr als nur um dich. Werde endlich erwachsen, Jack. Aber... Kein Aber. Die Zeit ist reif. Nimm die Herausforderung an. Stelle dich der Gefahr. Stelle dich deinem Leben. Verdammt. Ja, verdammt. Ich werde es tun. Ich werde mich stellen. Das ist ja doch ein Turm. Wieso gibt es da so viele Leuchttürme? So. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben Geröll. Zeit, dass hier jemand aufräumt. Zeit, dass hier jemand aufräumt. Straße ins Ungewisse. Okay. Nur wenige Meter entfernt von hier findest du ihn. Den heiligen Tempel Mr. Daniels. Mr. Daniels? Heißen indische Tempel nicht eher... Jack Daniels. ...Sherpindi Balochan Singhbala oder so? Ja, ja, das hat historische Gründe. Jeder macht sich darüber lustig. Gehe nun dorthin und beginne bei meinen Brüdern deine Ausbildung. Danach wirst du stark und gefestigt sein. Und dich dem Doktor gegenüberstellen können. Du wirst das Zeug haben, ihn ein für alle Mal von seinen bösen Taten abzubringen. Danke nochmal für... Keine Ursache, Kartoffelnase. Wir werden uns sicher wiedersehen. Falls du die tödlichen Prüfungen unbeschadet überlebst. Was? Oder zumindest danach in der Lage bist zu sprechen. Oder mir Handzeichen geben kannst. Oder... Schon gut. Das reicht. Na gut. Viel Glück also. Also gut. Na, da bin ich ja gespannt. Hier ist gerade nichts auf dem Bildschirm. Oh, da muss ich wohl hin, wa? Kann ich da hinten lang? Ach du Gott, hier hinten kann ich auch noch lang. Da ist ein Schrein, okay. Und hier? Langsam, Jack. Du hast Höhenangst. Die Brücke sieht alt aus. Wir kennen die Leute nicht. Vorsicht ist angesagt. Wir gehen rein. Was willst du hier? Hau ab, wir haben die Steuern schon gezahlt. Mein Name ist Jack und ich will eine Ausbildung beginnen. Ausbildung zu was? Lederwestenverkäufer? Nein, ein Priester sagte mir... Priester? Aha. Na gut, wenn's sein muss... Willkommen im Heiligen Tempel. Wir machen dann gleich mal den Test, ob du überhaupt etwas taugst. Es ist die Prüfung der Lehre. Noch Fragen? Warum ist euer Tempel ein Bergwerk? Ja, das hat finanzielle Gründe. Ordentliche Tempel kosten einen Haufen Geld, weißt du? Keine weiteren Fragen. Lass uns beginnen. Na, dann kommen wir mal gleich zur Sache. Klettere auf den Sockel und... Finde die Lehre. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu schaffen.
Okay, so was haben wir denn erstmal hier? Jetzt muss ich erstmal gucken hier. Wir haben eine unscheinbare Topfpflanze. Sicher ein seltenes, mystisches Gewächs. Bestimmt. Eine Kiste mit Schnaps. Komisch. Sehen eher nach Kaufmannsbüchern aus als nach alten Schriften. Das hier oben, die Flöte, können wir die mitnehmen? Zu hoch oben. Er würde es sicher nicht mögen. Mystisch. Und wo ist der Sockel? Ach da. Was ist das? Eine geheimnisvolle Tür. Das könnte später wichtig sein. Jack, finde die Leere. Jack, finde die Leere. Jack, finde die Leere. Jack, finde die Leere. Ja? Jack, finde die Leere. Jack, finde die Leere. Ja? Jack, finde die Leere. Jack, finde die Leere. Da ist der Leere. Finde die Leere. Jack, finde die Leere. Jack, finde die Leere. Jack, finde die Leere. Das hilft mir vielleicht weiter. Finde die Leere. Jack, finde die Leere. Ja, so kann man es auch lösen. Glückwunsch. Hä? Okay, ich frag nicht nach. Ich frag nicht nach. Ich frag nicht. Sehr gut, Jack. Jetzt geh den Gang hinab, wo deine nächste Prüfung auf dich wartet. Warum kann ich das hier nicht mitnehmen? Oh. Das konnte ich doch gerade eben nicht. Eine große Flöte. Die Löcher sind etwas verstopft. Ich werde ganz sicher nicht darauf spielen. Ein Cricketschläger. Seltsame Religion. Ein seltsamer Sonnenschirm. Okay. Jetzt haben wir hier die Gottheit nackig gemacht. Darf ich das überhaupt? Sehr gut, Jack. Jetzt geh den Gang hinab, wo deine nächste Prüfung auf dich wartet. Okay, scheinbar gibt es damit gar kein Problem. Warum konnte ich das vorhin noch nicht nehmen? Okay, wir müssen den Gang runter. Ach du Heiliger. Ich sollte zuerst mit dem Priester sprechen. Oh, was war denn hier? Eine Schnapskiste, die brennen hier. Eingesteckt. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Was haben wir hier? Da ist noch ein verbeultes Rohr. Ich nehme das mal mit. Hab es. Wahrscheinlich müssen wir die Lücken damit fixen. Mitgenommen. Verbindung zur Rohrpost. Betrachte Spinnen. Ich habe keine Angst vor Spinnen, wenn sie nicht gleich mannshoch sind. Okay, Priester, erzähl. Du bist also der Neue? Das trifft sich ja gut. Ich habe gerade eine sehr handfeste, ich meine, spirituell formende Aufgabe für dich. Okay. Um es kurz zu machen, repariere diese Maschine. Gestern gab es ein heftiges Erdbeben. Da ist hier einiges zu Bruch gegangen. Das Schlimmste, das Ventil da oben, das eigentlich den heißen Dampf durch die Maschine jagen sollte, ist verboten. Oh. Jetzt kommt der Dampf nicht an. Der Dampf muss aber ankommen, sonst können wir keinen Schnaps mehr brennen. Also sorge dafür, dass der Dampf wieder ankommt. Noch Fragen?
Ich hätte da eine Frage. Und zwar, wozu brennt ihr Priester Schnaps? Naja, es ist so. Das hier ist unsere Brennerei. Hier brennen wir Schnaps. Aber das müssen wir ja. Wo sollen wir sonst Geld herbekommen? Unsere Religion wurde vom Staat als nicht förderungswürdig abgelehnt. Und das trotz 50-seitigem Businessplan. Man macht es uns so schwer, wie es nur geht. Dampflo. Höre ich hier den Frust eines deutschen Spieleentwicklers heraus? Keine Angst. So schlimm ist es dann doch nicht. Bitte sag mir, dass das nicht der Grund ist, warum euer Tempel Daniels heißt. Doch. Noch magst du das lustig finden, aber eines Tages werden wir damit ganz groß rauskommen. Ja, vielleicht könntet ihr noch einen Vornamen hinzufügen. Stimmt, Jack. Das würde unseren Schnaps persönlicher machen. Nein! Namen Lilifee, stimmt, Jack. Jack Daniels. Keine Fragen. Jack, der Profi, hat gleich alles durchschaut. Ich bin gespannt, welchen Weg du wählst. Den des Körpers oder den des Geistes. Aber eigentlich ist mir das egal, solange du nur unsere blöde Maschine wieder flott kriegst. Mhm. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Passt. Okay. Mal gucken, ob das passt. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Hey, das funktioniert als Verbindungsstück. Ist ja noch was kaputt? Nee, ne? Ein Stück Rohr. Das scheint nicht zu funktionieren. Hier ist die richtige Stelle. Da fehlt wohl noch etwas. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Passt wie angegossen. Okay. Ja, mein Nacken leuchtet jetzt schon. Also, was heißt leuchtet? Er blinkt. Ich glaube, der macht doch Verbindungsversuch und synchronisiert sich gerade. Ach so, ja, das hilft weiter. Das völlig verbogene Ventil verhindert, dass das Wasser nach rechts in die Maschine fließen kann. Es kann nur nach links zu dem kleinen Abflussventil fließen. Na also. Sehr gut. Du hast die Maschine repariert. Endlich können wir wieder Schnaps brennen. Ich meine, gut, genau. Mein Kollege und ich müssen jetzt beraten, was die nächste Prüfung sein wird. Was meinst du? Probe des Todes. Schon nix. Vielleicht Spieße des Grauens? Hatten wir gerade erst. Genau. Der Tiger. Tiger? Was soll das denn bedeuten? Auf unserer Insel lebt ein heiliger Tiger. Du musst ihm einen Besuch abstatten. Nur wenn sich der Tiger auf seiner Anhöhe zeigt und brüllt. Und nur dann hast du die Aufgaben des Grundschülers gemeistert. Fragen? Es ist aber schon ein relativ zahmer Tiger, oder? Zahm? Der Tiger ist wild und tödlich. Na toll. Er hat schon viele Menschen verspeist. Verspeist? Mit Zähnen, die so groß sind wie... Jetzt reicht es aber. Schon gut, du wirst dich noch früh genug gruseln. Als ihr diese Prüfung machen musstet, habt ihr sicher gezittert, oder? Wir? Wir haben die Prüfung nicht gemacht. Genau, Absolventen nach der alten Prüfungsordnung. Wäre doch viel zu gefährlich, sich mit dem heiligen Tiger messen. Ist klar. Ich bin bereit. So folge uns zur Höhle des heiligen Tigers, wo du dein Geschick beweisen musst.
Aha.